gefunden. Also wir müssen hier nach Süden. Und hier haben wir auch noch die Power-Level-Empfehlung. Party-Size 4, Party-Level 16. Das haben wir alles. Hier waren wir nämlich auch schon mal. Ich speichere aber trotzdem einmal kurz ab. Und hier sind diese Wespenviecher. Oh, gleich so viele. Ja, Autokampf. Sunlight Fury. Oh, schön. Mm. Toll, in die Gruppe ist schon klug genug, hier Multi-Target-Spells anzuwenden. Feine Sache. Okay, Kapau. Und sie macht Earth All. Okay. Sieg. Wow, 680 Erfahrungspunkte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Und das war gerade mal 1. Wow. Okay. Ich will kurz in die Höhle schauen. Gibt es hier irgendwie eine Wespenkönigin? Nee, aber ein Pfeil, der nach oben zeigt. Hier gibt es doch bestimmt noch eine Wespenkönigin, oder? Eine Höhle? Mit einem Earthstone und nochmal Coins. Okay. Wo haben wir? Wo ist denn der Earthstone? Ah, hier. 5 Def. Adrian, Seri. Ich glaube, ich gehe mal Seri. Seri kann so ein bisschen Verteidigung nicht schaden, weil sie ist schon ein sehr starkes Gruppenmitglied. So, hallo ihr weiteren Wasps. Oh, schön, wie wir einfach vollgeheilt sind. Also von Mana her. Ohne irgendwas Besonderes dafür getan zu haben. So, fast alle tot. Okay, Doreen, komm, mach deinen Null-Schadensangriff. Oder auch nicht. Wow. Und Seri macht's einfach. Oh, super. Es hat gerade mal maximal noch 16 Leben gehabt. Wow. So, genug Flügel. Das war ja ein einfaches Gebiet. Okay. Wir müssen was abliefern. Was praktisch ist, die Höhle des Lebens ist auch gleich hier auf der linken Seite. Also, Moment. Hier links. Da wird die Höhle des Lebens. Also, wenn man jetzt rüber in den Starway geht. Das heißt, den Ort habe ich auch schon mal entdeckt und wir müssen ihn nicht nochmal suchen. Auch praktisch. Oh, da war jemand. Hallo, Mooncats. Komm, 2 Angriffe und ihr seid weg. Danke. Ich gebe einfach mehr Erfahrungspunkte. Ja, doch, trotzdem mehr. Mehr Erfahrungspunkte als diese. Was? Nochmal jemand? Oh, komm, das hat man gar nicht gesehen. Ah, muss Lita normal angreifen. Er macht seinen Zyklon. Ja, Doreen, ich weiß, du bist wieder dran. Soll ich bei Doreen auf Angriff gehen vielleicht? Dass er wenigstens irgendwas Nützliches machen kann? Nee, ich glaube ich. Gute Frage. Also es könnte schon hilfreich sein, aber es wäre halt auch vielleicht eine mögliche Skillpoint-Verschwendung. Hm. Naja. Hier, wir bringen dir die Wasps. Einfach genug, das zu machen, wenn man die Zutaten hat. Du stehst ja vor einer Kiste. Habe ich gar nicht gesehen. Hier sind wir. Bringt das Königin Nahira. Es sollte helfen, den König von den Symptomen zu heilen. Falls die Königin fragt, ich habe das gratis gemacht. Achso, die Truhe können wir nicht öffnen. Schade. Schloss Athena. Willst du sicher porten? Ja. Wir können auch so langsam schauen, ob wir vielleicht ein paar Bounty-Gegner besiegen. Weil mittlerweile haben wir ja schon die Stärke. Also von den Leveln her auf jeden Fall, von der Ausrüstung her. Ja, noch nicht so ganz. Ja. Hier, guck mal, Heilung. Oh, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das Gegengift? Klar, es war nicht einfach, aber wir haben es. Oh, danke. Ich werde es sofort meinem Mann geben. Bitte nehmt die Belohnung. Und Doreen hat ein Level up. Nehmen wir noch Magie? Ja, einmal noch Magie. Komm, und danach Agi, Def und Int. So, schön. Die nächste Sidequest erledigt. Dann kommen wir in die Höhle des Lebens. Dum-dum-dum-dum-dum-dum.
Haben wir im Starway auch einen Teleport freigeschalten? Ich erinnere mich gar nicht. Nö. Im Starway nicht. Willst du da sicher hin? Ja. So. Dö, tschüssi. War voll ganz okay bei euch. So, von dem fetten Cash, was wir im Geldbeutel haben, können wir uns... Ach, verdammt, hier kommen wir nicht lang. Können wir uns eigentlich auch so langsam neue Ausrüstung leisten. Vor allem von... Wir können ja noch ein paar Edelsteine verkaufen. Das bringt ja auch nochmal ein schönes Sümmchen ein. Ja, mal schauen. So, jetzt erstmal hier vorbei. Ihr steht auch nur die ganze Zeit da. An den, oh, verdammt. Ich wollte nicht kämpfen, es tut mir leid. Hier, nimm mein Multishot. Los, Doreen, mach eine Attacke. Ist Seri schneller? Nee, die sind gleich schnell. Gut, dann kriegt Seri noch eins auf Agilität. Beim nächsten Level Up. Yeah, 1200 Erfahrungspunkte. Oh, die geben 100 Gold. Könnte sich ja schon fast lohnen, hier zu farmen. Fast. So, wo war die Höhle des Lebens? Hier oben. Genau. Hallo, Wache. Ah, die Höhle des Lebens. Durch die... hier liegt Dian's Gully, Orlean Tempel und das Dorf dahinter. Diese Höhlen spenden Wärme für Arafel und können ziemlich heiß werden an bestimmten Stellen. Seid vorsichtig, wenn ihr hier durchgeht. Ja, wir kriegen einfach die ganze Zeit durch. So. Hallo, wir dürfen durch. Er fragt nicht mal. Ah, da haben wir die nette Händlerin wieder. Ah, ist ziemlich stickig hier, aber die... Aber es ist eiskalt, wenn ihr nach Dian's Gully kommt. Hast du irgendwelche besondere Medizin? Alle Mana? Magisches Elixier wäre auch ganz gut. Aber den können wir hier verkaufen. So. Das da brauchen wir nicht mehr. Verkaufen. 1500, sehr schön. Diamant, 2500. Vier Opale. Ja gut, 1000. Und noch ein Amethyst. 750. So. Ach schön, wir haben von allem 75. Und ansonsten können wir nichts verkaufen. Das Autogramm vielleicht noch. Für 5 Coins. Ansonsten, was hast du denn so an Equipment? Immer noch die plus 4 Sachen. Ich überleg's mir. Das heißt, nein. Okay, neue Gegner. Schauen wir gleich mal, was die können. So, was seid ihr denn für lustige? Goblin Mage. Ja, dann macht Lita mal den Multishot. Und Adrian macht den Zyklone. Mhm. Hat der Magier gerade kaum Schaden genommen? Doreen, weiß ich. Ja, Song der Elfen. Und sie, Elemental Burst. Bumm. Ja, fein. Sieg! 1007. Oh, endlich kriegen wir Erfahrungspunkte. Und Adrian hat sein Level Up. Dann kriegt er nochmal ja, Mana. Ja. So, was ist denn empfohlen? 16, 4 und 2. Was du kannst. Was macht ihr denn? Das sind eine Menge böser Leute. Ich glaube nicht, dass wir sie alle besiegen können. Sicher? Warte. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Wir finden besser einen anderen Weg. Och, Manu. Okay, dann kämpfen wir mal gegen diese Stachelbestie. Oh, auch nochmal zwei neue Gegner. Geist und Crawler. Okay. Multishot. Adrian Zyklon. Was? Zyklon hat gerade 10 Mana gekostet? Achso, ja, stimmt. Doreen, der Song der Elfen. Und sie, Elemental Burst. Yeah. Tot? Och, schön. Ach, Seri, ich liebe dich. 2300, oh. Hier kann man farmen. Gut, wenn ich farm, dann mache ich das aber offscreen. Also grinden Level. Ja, oder auch nicht. Ich wollte eigentlich ganz friedlich vorbei. Dann halt nicht. Ich glaube, so ein bisschen an unserem Verteidigungswert zu feilen, kann auch nicht schaden. Vor allem die normale Stärke der anderen ist auch nicht gerade so prickelnd. Okay. Ja.
Sprite 160 Damage. Durch einen normalen Angriff. Ich glaube, Adrian braucht noch ein bisschen Dings. So, Lita, Level Up. Geh ich noch einmal auf Magie. So, ich glaube, 30 ist ein ganz gesunder Wert, mit dem man was anfangen kann. Wir können jetzt nach unten. Hier liegt ein Flamestone. Gleich mal einsetzen. 5 Angriff. Ja, machen wir auf Lita. Die kann den Angriff als einzige wirklich gebrauchen. Was liegt da denn? Keine Ahnung. Ach Mann, ich wollte mich vorbeischleichen. Autokampf. Sonnenlichtwut. So, aber wir sind ja voll geheilt. Schön. So. Schön, du hast 8 Schaden gemacht, Doreen. Ach, wann kann Doreen endlich mal eine gescheite Attacke? Wie lange dauert denn das Level-Up von denen noch? Ja, Lita braucht noch ein bisschen, Adrian, ja. Seri ist, glaube ich, die nächste dann. So, hier wäre ein Ausgang. Der führt uns in eine andere Höhle. Klasse. So, gucken wir mal hier kurz rein. Und der führt auch nochmal weiter. Och, super. Ach, Mann. Die laufen voll in den Weg. Gut, Lita regelt das. Kapau. Und Adrian braucht noch ein bisschen Int und Def. Auf jeden Fall. So, Elemental Burst. Schön. Sieg. Erfahrungspunkte. Crystals. So, Höhlen auf. Ich glaube, es ist eher ein Ausgang, oder? Oder können wir hier vorbei? Ah ja, wir könnten hier noch vorbei. Ach du Scheiße. Es gibt wieder viel zu erkunden. Na gut. Schwimmen wir mal rüber. Hier gibt es dann nichts mehr. Gucken wir auch noch in die Höhle. Was, ein Safe? Okay. Die Höhle scheint gruselig zu sein. Willst du da rein? Was sind das denn hier für... Oh. Oh, zur Hölle. Was ist jetzt? Nun, was auch immer es ist, es scheint riesig zu sein. Oh. Lita sucht nach 4500. Fett Angriff. Der uralte Wurm ist ein kraftvolles, eine kraftvolle Bestie, die Erdflüche wirkt und von Naturmagie geheilt wird. Es hat keine geheimen Tricks, aber es macht aber fett Schaden. Ach du Scheiße. Okay. Machen wir einen Elfenfokus. Elfenfokus. Adrian macht Reflection. Wenn er schon Erdmagie hat. Aua. Oh ja, er macht Schaden. Doreen macht Song der Elfen. Siri macht einmal den Elemental Burst. Wow. Giftschuss. Oh ja, oh, es wird reflektiert. Perfekt. So, als nächstes, Lita macht einen ganz normalen Angriff. Adrian macht die Mark. Der gute Doreen macht noch einen... magische Verstärkung. Und Seri macht den Elemental Burst. Bam! Jetzt haben wir aber ziemlich viele Bosse in letzter Zeit gehabt. So, Lita, normalen Angriff. Er sorgt ein bisschen für eine Blutung beim Riesenwurm. Trifft daneben, sehr schön. Doreen, weiß nicht. Confuse bringt nichts. Ja, ich weiß nicht. Mach einen normalen Angriff. Heil dich. Ne, mach einen normalen Angriff. Sie macht den Elemental Burst. Komm, mein lieber Wurm, mach einen Erdangriff auf den lieben Adrian. Das wäre ganz, ganz schön. Bam. Adrian, macht erstmal einen normalen Angriff, komm. Bumm. So, zurückgeworfen, der Schaden. Doreen, normal. Serie. Elemental Burst. Oh. Was, das war schon? Wow. Okay, Siri Casewort ein Level Up. Der große Wurm wurde besiegt. Aber Hauptsache, wir können die Ameier-Gang nicht töten. Innerhalb von 2 Minuten oder so haben wir den jetzt fertig gemacht. So, Siri braucht ein bisschen schneller. Aber auch Magie wäre nicht. 150 ist ein ganz guter Wert. Aber dann kann sie wenigstens vor Doreen angreifen. Ja, will ich.
Dann sind die Kämpfe auch schneller zu Ende. So. Rosa roter Knopf, den müssen wir drücken. Ah, und dann geht's weiter. Ich hoffe, das ist kein Storypfad. Wow, ein Knopf, der Leiter fallen lässt. Genial. Okay, kommen wir hier zum Hort, der mit Schätzen beladen ist? Oder zu einem weiteren Kampf, der in uns läuft? Danke. Ja. Power Strike. Seri lädt schneller auf als Doreen. Nur eine Millisekunde, aber immerhin. Ach, scheiße. Und da macht sie nicht, töte alle. Wow, 4 hat er noch ausgehalten. Krass. Power Strike. Yeah. Sieg, Erfahrungspunkte. Stardust. Doreen hat jetzt auch noch ein Level Up. Dann kriegt er. Verteidigung? Angriff ist mir scheißegal bei dem. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Oder vielleicht auch wieder in einer anderen Höhle. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.